Es ist soweit, liebe Leute, ich bin jetzt auch Häuselbauer und heute sind die Fenster dran. Ich freue mich. Jetzt brauche ich nur mehr einen Schaum. Oh, Schaum. Hilfe! Flotte! Josef, Gott sei Dank. Grüß dich. Was hast du wieder für ein Problem? Wo kann ich dir helfen? Ein großes. Also die Jungs haben mich geschickt, ich soll einen Schaum für die Fenster holen. Okay. Du hast Schäume ohne Ende. Was ist der richtige Schaum für mich? Wenn du kurz Zeit hast, sage ich das. Unbedingt. Okay, Kim. So gefällt mir das. Der Josef hat hier eine eigene Schaumbar für mich aufgebaut. Erzähl mir ein bisschen was über diese Highlights. Da habe ich da schon mal 4 Cocktails. Die ersten 4 Cocktails sind einmal sehr gut geeignet für deinen Fenstereinbau. Weil ganz egal, ob du jetzt ein sehr viel aus einer Dose Schaum auszubringen willst. Was heißt viel? Da bringst du 65 Liter. Ausgeschäumt aus dieser Dose außer. Da haben wir eine Schallschutzprüfung. Das ist im Endeffekt ein normaler Schaum für Fensterbau oder einfach ein flexibler Schaum. Wenn du jetzt einen Holzriegelbau hast, wo jetzt der Schaum sich bewegen muss, wäre das der richtige. Also einen von den 4 sind schon mal für dich geeignet. Und dann sind da noch so viele Schäume. Wofür brauche ich die? Das sind allgemeine Bauschäume. Wenn du jetzt irgendeinen Zirkelausbruch hast, ob du jetzt Elektrodosen einschäumen willst oder einfach sonstige Leitungen, nimmt man normale Bauschäume her. Und dann kann es sein, dass du mal eine Wärmedämmung aufgetust bei der Fassaden. Nachher würde ja der Pugenschaum einfach sehr gut dazu passen, weil den kann ich natürlich auch verputzen, überstreichen, verrottet nicht. Und natürlich, wenn du jetzt an die Fenster anfängst, geh mal davon aus, dass du die Türen auch irgendwann einmal machen musst. Ja. Ja, dann kommst du zu der Abteilung, weil das sind dann die richtigen für Türen oder Badewannen einschäumen oder einfach auch für den Elektriker, für die Schaltschränke zum Einschäumen. Dann haben dann diese Schäume. Ja, so weit bin ich ganz ehrlich gesagt noch nicht. Das heißt, ich werde mich da auf diesen Bereich konzentrieren. Gibst du mir 2 Dosen einmal mit? Nimm 2 Dosen mit. Einmal so, einmal so. Sehr gut. In diesem Sinne, danke, ich muss zurück zur Baustelle und ich komme sicher bald wieder. Aber wenn, dann wird. Selbstverständlich. Danke, ciao, Flotte. Ciao.